Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlie Themen und ich stelle dir jetzt hier eins meiner absoluten Lieblingspferde von meiner Trainerin von der Anna vor. Und zwar das da ist der Nico. War auch mal ein Britpferd, ein Problempferd und Anführungszeichen, so wie die Rubinesca. Und in den habe ich mich auch schon unsterblich verliebt. Ich finde ihn einfach so schön, er hat einfach so schöne Klimper-Klimper-Augen. Das Geräusch, was da jetzt gerade kommt, ist das Stroh, was da jetzt gerade von da oben runterfliegt. Also nicht wundern. Yoshi! Hallo! Hallo, der große Wurm! Das sind so große Porzellinchen, im Gegensatz zum Eddie. Eddie! Aber den finde ich so unfassbar schön und er hat auch so einen schönen Hals. Ob der Rubien jemals mal so einen schönen Hals bekommt wie du? Ich finde auch hier so da in dieser Ganasche, der schaut einfach so schick aus. Du bist einfach so ein Bilderbuchpferdchen. Und der ist jetzt gerade gesattelt, weil der wird jetzt dann gleich von meiner Trainerin geritten. Und bin sehr begeistert und den wollte ich dir mal... Oh! Fail. Den wollte ich dir mal zeigen. Also wenn man normalerweise Videos macht, dann schaut man, dass hier alles irgendwie aufgeräumt ist und sauber ist und sowas. Und ja, da liegt halt ein bisschen Pferdemist noch rum, aber kein Problem. Hallo, du Toller. Den finde ich richtig, richtig toll. Also wenn man den auch angreift, das ist einfach so ein richtiges Muskelpaket und der ist einfach so richtig schön. Also mein Lieblingspferd von da. Da sieht er ganz, ganz viele Pferde. Also am besten folgst du ja auch auf ihrem Instagram-Account. Siehst du dann auch all ihre eigenen Pferde. Girasol oder den Desert. Da hat sie auch so ein kleines Pony. Und sie hat auch immer gesagt, naja, wir sehen ja voll viele Schimmel nämlich auch. Unter anderem auch den Nico. Und sie ist auch so ein großer Schimmel-Fan. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi. Da kommt die Anna noch. Hallo.